Wirf zum Sheriff's Department! Sie. Keine Bewegung! Sie runter! Bleib Sie! Sheriff's Department, stehen bleiben! Und runter auf den Boden! Bleib Sie gefälligst stehen! Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe nicht mehr. Die Jungs können aber rennen. Wie geht's? Nein, nein! Gib mir die Kamera! Nein! Gib mir die Kamera! Stell dich nicht an! Ja. Haut ab! Polizei! Ganz ruhig, ganz ruhig! Das war doch diese Schlägerei mit dem hässlichen Zwilling. Ja, das geschickt. Ja, ja. Die Zwillinge waren echt hat, ich habe falsch geschrieben. Es ist kein Absender drauf. Das ist ja nett, da hat ja einer Backpulver geschickt. Aus wie was ist denn das? Keine Ahnung. Vielleicht ist das eine kostenlose Waschmittelprobe ich oder mir sowas. Ich würde das nicht im Mund stecken, wenn es Waschpulver ist. Schmeckt echt ein bisschen waschmittelig, das Zeug. Ja, echt? Normalerweise ist doch da Werbung drin, oder? Ist da ein Gutschein bei? Liegt ein Gutschein im Brief? Vielleicht ist das eine Werbung von einem Bäcker oder so. Das ist Fugenweiß. Ja, Fugenweiß ist Bad. Steht preiset Allah. Na, toll. Wir sollten jemanden anrufen. Guten Morgen. Wir kommen vom Ministerium für Innere Sicherheit. Mein Name ist Captain Dwayne Hernandez. Das ist meine Assistentin Susie Kim. Dieses weiße Pulver, das Sie sich alle in den Mund gestopft haben, als wäre es Brausepulver. Das sind in Wirklichkeit Milzbranderreger. Danke, dass Sie uns das jetzt erst sagen. Oh, du was sollen denn Mist? Beruhigen Sie sich, Leute, bleiben Sie ruhig. Es ist symbolisch. Es symbolisiert Milzbrand. Es hätte Milzbrand sein können. Darum geht es. Wissen Sie, was ich gern hätte? Ich hätte gern Karten für die Show. Wer tritt auf? Barbara Streisand? Mit ihrer Abschiedstournee oder Neil Diamond? Ich hätte gern Karten für die Show. Die Show, die in ihren Erbsen läuft. Denn da stecken doch ihre Köpfe in ihren Erbsen. Da muss sie an ihren eigenen Erbsen eine fantastische Show ablaufen. Ziehen Sie Ihre Köpfe aus Ihren Erbsen raus. Die Show ist vorbei. Der Lieutenant und ich zeigen Ihnen, wie Sie mit Terrorismus umzugehen haben. Mit chemischen und biologischen Anschlägen. In einer Woche werden Sie sich einer Prüfung über innere Sicherheit unterziehen. Und Sie werden alle bestehen. Der Lieutenant und ich sind hier, um Ihnen zu helfen. Und Sie brauchen keine Angst zu haben. Außer vor Terrorismus und biologischen und chemischen Waffen. Wir kommen bald wieder. Einen schönen Tag noch. Achtung! Rühren! Oh Mann, wir sind total am... Das ist eine gute Frage, ob ich glaube, dass Reno auf einen Terroranschlag vorbereitet ist. Nein. Nein, ich hätte gefragt, was für ein Terroranschlag, aber dann wäre meine Antwort auf fast alles, was Sie gesagt hätten, nein gewesen. Ja, also, ja. Ich glaube eigentlich nicht. Ich denke nicht, dass der Terrorismus nach Reno kommen wird. Naja, hier interessiert die doch nichts. Was gibt's hier schon? Nichts, vor allem nicht im Winter. Da müssen die Schneeketten anlegen und so weiter. Das ist doch nichts. Wie sollen die Terroristen denn Schneeketten an Kamelfüße anlegen? Das geht doch gar nicht. Genau. Ist einem von Ihnen die Mülltonne aufgefallen? Ungefähr 30 Meter hinter uns? Nein, Sir, leider nicht. Eine Mülltonne? Heute wird der Müll nicht abgeholt, oder? Nö, der wird... Sowas muss Ihnen auffallen. Der wird dienstags abgeholt. Vergessen Sie niemals, die Augen und Ohren offen zu halten. Jederzeit. Sie müssen das zu einem Teil Ihres Alltags machen. Ja. Passen Sie auf. Aber kann ich Sie etwas fragen, Mr. Hernandez? Natürlich. Captain? Es gibt keine dummen Fragen. Sind wir für den Müll zuständig? Der Wagen sieht ziemlich verdächtig aus. United we stand. Na, mit dem Aufkleber kann er doch wohl keinen täuschen. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass manche Leute ein bisschen übertreiben. Wenn der Laster mit dem Milzbrand kommt, dann... Dann hat er hinten hat drauf er hinten ein United we stand und einen Bush Cheney Aufkleber drauf. Und das läuft so eine Kassette von Kenny Rogers. Ganz genau, das wird das trojanische Pferd sein. Nur, dass es kein Pferd sein wird, sondern wahrscheinlich eher ein... A Bronco oder so. Fetter Pickup. Es gibt einen Notruf wegen einer verdächtigen Person. Ja, dann mal los. Sheriff's Department.
Die Adresse stimmt. Sheriff's Department! Hey, warte. Das ist ein Test. Das ist bestimmt einer von diesen Tests. Verdächtige Person. Genau. Ja. Das wird ein... Dann suchen wir wohl nach was anderem. Eine Bombe oder ein Gasaustritt. Kommt Rauch aus diesem Planschbecken. Siehst du? Ah, der Rauch. Wow! Liegen bleiben! Sie ihn, Sir! Was machen Sie da unten? Was machen Sie da? Sie hängen nur so rum. Sie hängen nur so unter dem Planschbecken rum, ja? Machen Sie die Zigarette aus. Warum haben Sie einen Stiefel ausgezogen, Sir? Und verstecken sich unter dem Planschbecken, Sir? Na klar, und warum verstecken Sie sich unter einem Planschbecken, wenn Sie... Lassen Sie den Stiefel fallen! Ich werde auf Ihren Stiefel schießen, wenn Sie ihn nicht sofort fallen lassen. Nee, nicht auf den Stiefel schießen. Doch, Sir, ich mache keinen Spaß. 3, 2... Okay. Ich hab ihn! Ich hab meinen Waffe auf Sie gerichtet! Haben Sie irgendwelche Milzbranderreger oder Saringas im Haus? Nee, nur eine Stange Kippen. Was wollen Sie denn? Hören Sie auf, mich anzusch***. Da ist nichts drin, das ist nur ein ganz normaler Stiefel. Da ist Pulver im Stiefel. Oh, das ist wahrscheinlich Körperpuder oder Babypuder. Das ist nur Fußpuder. Ich hab da so ein Dingens. Nicht probieren, das ist doch eklig. Ich würde das Zeug nicht probieren, Mann. Das ist echt Fußpuder. Ja. Sie sind im Park. Mit Ihrer Familie. Sie machen nichts Besonderes, nur ein Picknick. Ihre kleine Tochter spielt Himmel und Hölle. Ihr Sohnemann kommt mit einem Würstchen zurück. Er sieht sie an und fragt: Daddy, warum trägt der Hotdog-Verkäufer eigentlich einen Turban? Zu spät. Zack! Bumm! Explosion! Oh, sie stehen auf. Sie gucken ihre Hände an, die mit grünem Schleim bedeckt sind. Was machen Sie jetzt? Die chemische Gefahrenstoffdusche. Die ist ganz einfach zu benutzen. Der Lieutenant und ich zeigen es Ihnen. Freiwillige? Wiegel. Als erstes entkleiden Sie sich bitte. Ab in die Dusche. Abduschen beginnen. Das ist ein Granulat. Eine Art Weichspüler. Ganz sanft. Gut, gut. Das ist ein ganz sanfter, schonender Vorgang. Die Ohrläppchen. Vor allem die Ohrläppchen sind sehr sensibel gegenüber biologischen und chemischen Stoffen. In einer Abwärtsbewegung einpassieren. Manchmal muss man mehr als einmal waschen. Wir müssen die Chemikalie von den lebenswichtigen Organen fernhalten. Hier geht's um die Bekämpfung von Terrorismus, also konzentrieren Sie sich. Ja, jawohl, Sir. Hier geht's um Amerika. Das stimmt, Mann. Wir sind frei. Das ist das Antlitz der Freiheit. Das ist das Antlitz der Freiheit. Genau. Kapiert? Ich bin die Nächste. Da ist dein Mann. Er ist möglicherweise ein Türke. Und er greift sie an. In seiner linken Hand hat er ein Springmesser. Okay. In seiner rechten Hand hat er einen Plastikkamm. Und Sie haben nur eine Patrone in Ihrem Revolver. Und Sie wollen den Kerl nicht umlegen. Wohin schießen Sie? Genau in die Eier. Du übernimmst das Reden. Gary, Lyle, was ist hier los? Na, wie geht's dir denn, Jimmy? Mir geht's gut, Jungs. Wir machen nur von unserem Recht auf freie Meinungsäußerungen Gebrauch. Ja, tut mir leid. Das könnt ihr nicht machen. Und das wisst ihr auch. Schon, oder? Aber beim letzten Mal war es ein Maisfeld. Jetzt ist es mein Garten. Das ist mein Grund. Ja, schön und gut, aber wir können eine solche öffentliche Demonstration nicht zulassen. Sie zünden ein beschissenes Kreuz in Ihrem eigenen Garten an? Oh, wissen Sie, das ist kein Kreuz. Das ist ein Tee für Toleranz. Das ist ein Tee für Taktgefühl. Das ist ein Tee für Trendwende. Anzünden. Nein, Sie werden das nicht anzünden. Ich bin gerade dabei, meine Toleranz zu verlieren, okay? Anzünden, los geht's. Nein, Sie zünden das nicht an, Sir. Machen Sie nichts, Jones, Waffe runter. Zünden Sie das nicht an. Sie sind mir gegenüber ganz schön feindselig. Naja, ich meine, Sie haben... Das ist ein Tee.
Das ist ein T für Team. Jetzt weiß ich, was los ist. Wir sind alle ein Team. Also, Sie sind mein Teamkollege. Okay. Ganz ruhig, hey, Jones. Hey, KBSW, VNM. Kein beschissenen Schritt weiter, verdammt nochmal. Und Sie zünden das beschissene Kreuz ja nicht an, okay? Seht ihr? Das Kreuz wird nicht angezündet. Haben wir uns verstanden? Lassen Sie sich drücken. Nein, das werden Sie lassen. Oh, nein, Sie werden mich. Sie zünden das Kreuz nicht an. Oh, Mister. Oh, verdammt, ich muss mir einen Wasserschlauch holen. Verdammt nochmal. Wissen Sie, der zieht das Unglück magisch an. Das überrascht mich jetzt nicht. Also, Lieutenant Kim hier hat an diversen Unis studiert. In Cambridge, in Oxford, an der Universität von Seoul. Hab ich was vergessen? An der Universität von Neu-Delhi. Tut mir leid, da hat sie ihren Master gemacht. Entschuldigung. Außerdem ist sie züchtet Koi-Fische. Sie ist Thai-Kickbox-Meisterin in ihrer Gewichtsklasse. Und der darüber? Und der darüber. Und ich für meinen Teil habe am Bloomfield Community College studiert, in einem Förderprogramm. Sie stehen vor 5 Zwergen. Einer der 5 spricht Französisch. Okay. Einer spricht Portugiesisch. Die anderen Zwerge sind stumm. Sie haben nur noch eine Patrone übrig. Welchen der 5 erschießen Sie? Tick, tack, tick, tack. Welchen der 5 erschießen Sie? Na, den Schwarzen, oder? Ich habe nicht gesagt, dass ein Schwarzer dabei ist. Aber Sie haben recht. Ach ja, im Ernst? Ja, Sie denken außerhalb des Rahmens. Ja, wirklich? Ausgezeichnet, ja. Oh. Wissen Sie, so wie Sie hat mir noch nie jemand das Gefühl gegeben, schlau zu sein. Sie meinen das doch wohl nicht ernst. Doch. Die behandeln mich wirklich, als wäre ich irgendein zurückgebliebener Affe. Was ich Ihnen vermitteln möchte, mein Blümchen, ist, dass Sie erblühen sollen. Spüren Sie, wie meine Hand Ihr Gesicht berührt? Ja, ich spüre es. Ich spüre es. Okay? Okay. Das ist Energie. Ja. Das ist Liebe, oh, ja, die aus dem Universum zu Ihnen fließt. Und die Ihnen zuflüstert, hey, Frau. Hey, Lady. Öffne doch mal den obersten Knopf von deinem Hemd, oder tut das jemandem weh? Nein. 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 Putz dich ein bisschen raus. Sieh heiß aus, oder tut das jemandem weh? Nein. Indem Sie sich selbst helfen, helfen Sie Ihrem Vaterland. Und indem Sie Ihrem Land helfen, vernichten Sie diese kleinen, dreckigen, dreckigen, miesen Schweine, die uns vernichten wollen. Also blühen Sie. Blühen Sie, verdammt nochmal, blühen Sie. Blühen Sie, verdammt nochmal, blühen Sie. Dwayne Hernandez ist so... Er ist nicht nur ein unglaublicher Captain. Dwayne hat mir gezeigt, wer ich tatsächlich bin. Und zwar die Trudy Weigel, von der niemand gedacht hätte, dass es sie gibt. Meine Stimme klingt voller, meine Schultern hängen nicht mehr so, meine Skoliose, ich habe das Gefühl, dass sie verschwunden ist und meine Laktoseintoleranz ist auch weg. Unglaublich, oder? Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Oh, nicht sowas. Hey, Sie müssen diesen Mann da festnehmen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was gibt's denn für Probleme? Sie müssen diesen Mann da festnehmen. Okay. Was ist passiert? Er hat mein Grundstück unerlaubt betreten. Ich habe ihn heute geschlagen und gestern und vorgestern auch schon mal. Und wissen Sie, wieso? Er ist über die Grundstücksgrenze gekommen. Wo ist die denn? Genau, ich sehe sie nicht. Hier. Sehen Sie? Da ist sie. Ich habe sie ich doch markiert. Ich sehe sie nicht. Sie fuchteln hier rum, aber ich sehe sie nicht. Dann geht's bis zum großen Stein und wieder zurück. Ich sitze hier gestern Abend. Okay? Ich habe gerade einen geraucht. Und ich sage, hey, komm rüber und leiste mir Gesellschaft. Ja, ich habe vor dem Frühstück nichts mehr vor. Und dann ist er gekommen, dann ganz ohne Vorwarnung. War krass zugedröhnt. Sie haben da drin also Drogen genommen. Sind jetzt etwa noch Drogen in Ihrem Nein, Besitz? Nein, ich habe keine Drogen, alles weg, weil dieser Idiot alles geraucht hat, was ich hatte. Okay. Sie haben Marihuana konsumiert? Sie haben Marihuana konsumiert? Ja, ich habe geraucht und wir haben getrunken. Wir haben ein paar Pillen genommen. Sie verstehen nicht, worum es geht. Sie verstehen überhaupt Sagen nicht, worum es geht. Sagen Sie, worum es geht, ich kapiere es nicht. Ich sage Ihnen, worum es geht. Ich sage Ihnen, was der Punkt ist. Das hier ist der Punkt, okay? Das ist kein Punkt, das ist eine Linie. Warten Sie mal kurz.
Okay, sie hat eine ganze Menge Mist angestellt. Alles illegal, aber wir können sie nicht verhaften, weil wir nicht sehen können. Aber ich könnte ja mal was einfädeln, dass wir sie dran kriegen, dass wir was in Hand haben. Na, dann mal los, oder? Das. Cool. Also, Ma'am, noch mal langsam. Sie sagen also, dass das hier Ihre Grundstücksgrenze ist, ja? Das hier ist meine Grundstücksgrenze. Und rufen Sie einen Arzt, lassen Sie das untersuchen, ja? Ja, und übertreten Sie nicht die Grundstücksgrenze, ja? Denn sonst beißt sie in die Eier ab. Wie sieht eigentlich Ihr Trainingsplan aus? Sie sind so... Sie sind wirklich... fit? Jeden Morgen, 2 Stunden vor Sonnenaufgang, fahre ich zum Meer. Natürlich nackt, ist ja klar. Und ich schwimme 2 Meilen. Das ist ulkig. Normalerweise, wenn ich ein tolles Outfit wie Ihres sehe, dann frage ich mich, wie das an mir aussehen würde. Und jetzt denke ich das gar nicht. Ich sehe sie nicht an und frage mich, oh, würde das... würde mir das nicht aufstehen? Wäre es super, die Sachen von Susi zu tragen. Die sehen wirklich... Oh, tut mir leid, ich wollte Ihre Haare nicht anfassen. Oh Gott, sie sind so heiß. Was? Wie kommt das? Ich weiß gar nicht, was heute mit mir los ist. Habe ich gerade gesagt, oh Gott, sie sind so heiß? Das ist ja verrückt. Ich bin total durch den Wind, Susi. Haben Sie was Eigenartiges gegessen? Nein, es ist nicht mein Magen, es ist weiter unten. Alles klar. Ist es was an der Leiste, oder ist es was an der Leiste? Das wird schon wieder. Nein. Jetzt hören Sie mal, ich habe dieses Mädchen vor einer guten halben Stunde bestellt. Wenn sie eine Pizza wäre, müsste ich sie nicht bezahlen. Oh, aha, alles klar, jetzt kommt sie. Danke sehr, schönen Abend noch. Ja, kommen Sie rein, alles klar, es ist offen. Aha. Sieh an, geht's Ihnen gut? Mir geht's prima. Und nicht übel, alles bestens. Sieh dir das an. Ja, sieh mich an. Ja, also, auf dem Bild sehen Sie ungefähr 35 Jahre jünger aus. Mom? Oh, Baby. Was soll das, Mom? Hey, Clemmy, ich wollte mir eigentlich nur ein paar Dollar dazu verdienen. Das mache ich auch nicht jeden Tag. Das Mom, ist Clementines Mutter, Beulah. Erste Mal, dass es passiert. Halt dich da raus, Julia. Das ist eine Sache zwischen mir und... Hey, Beulah! Entschuldigung. Sie macht einen hervorragenden Aprikosenkuchen. Ob ich überrascht bin, wie gut das Sheriff's Department von Reno vorbereitet ist? Ich bin überrascht, wie schlecht Sie vorbereitet sind, würde ich sagen. Und selbst wenn ich überrascht wäre, würde ich mir meine Überraschung Ihnen gegenüber nicht anmerken lassen, weil es mein Job ist, nicht überrascht zu sein. Von gar nichts. Wissen Sie noch, vor 2 Jahren, Lieutenant, da wurde eine Überraschungsparty für mich gemacht. Überraschung! Und innerlich war ich auch überrascht, aber ich durfte nicht reagieren. Und das kann manchmal ganz schön traurig sein, da haben sich alle so viel Mühe gegeben und meine Eltern waren da. Sie hatten sich versteckt und Überraschung und ich konnte es nicht zeigen. Ich durfte nicht zeigen, wie überrascht ich war. Denn dafür werden wir nicht bezahlt. Na los, gib's zu. Susi Kim ist ganz schön heiß. Ich werde dir jetzt mal sagen, was meine Großmutter immer gesagt hat. Es gibt niemanden, der auf Knochen steht. Bis auf den Hund. Oh? Ich sag doch bloß, die Frau besteht nur aus Knochen und ich will jetzt nicht mit Wortspielen anfangen. Oh, ist die knochig, Mann, und du willst doch nur mit deinem Lustknochen ran. Das finde ich überhaupt nicht witzig. Das ist nicht witzig, das ist nur blöd. Nein. Das ist dämlich. Du isst doch noch nicht mal Sojasprossen. Was soll denn DTIOD bedeuten? DTIOD? Ja. Dunkler Typ ist orientalische Delikatesse? Nein. Kann das sein? Wissen Sie was? Nein. Ich glaube, wir beide... Lassen wir das. Was ich denke, machen? Das wird Tiger. Nichts. Aber sicher doch, ja, okay. Schwarz-gelbe Struktur. Tiger Woods. Ja. Ich liebe Sie. Sie kapieren das nicht, oder? Da läuft nichts. Los! Was ist los, Ladies? Was ist Sache? Könnten Sie nicht mal... Hey Mann, das ist... Was ist passiert? Oh, danke. Hallo, schön. Wir haben hier einen Notfall. Okay, wir haben hier schon den ganzen Tag diesen furchtbaren Gasgeruch. Sie haben ihn sicher schon bemerkt. Mhm. Und wir haben unheimlich viele Leute, denen schlecht ist.
Und ich, okay, ich glaube, wir haben es mit einem Bioangriff zu tun. Alle der Meinung, ja, Bioangriff? Also, Sie müssen alle, die hier drin sind, langsam und ruhig rausbringen. Bringen Sie alle Leute raus, langsam und ruhig. Weigel, überprüft die Umgebung und alle Quadranten visuell. Okay. Wir brauchen einen Scharfschützen auf dem Dach. Ihr ruft Verstärkung und den Scharfschützen. Wir brauchen außerdem einen Hubschrauber, um die Umgebung abzusuchen. Und wir brauchen sofort ein Team vom Katastrophenschutz. Außerdem müssen wir in Washington anrufen. Wir müssen sofort in Washington anrufen.